Sport aktuell. Guten Abend. Bei uns geht es heute um solche, die schon lange nicht mehr haben können feiern. Um solche, die ziemlich haben müssen leiden, das haben können feiern. Und um solche, die, obwohl sie getroffen haben, nicht richtig haben wollen feiern. In Sestriere wird der zweite Platz vom Silvan Zurbriggen gefeiert. Die Ringer haben an der Mannschafts-SM heftig müssen leiden. Und gerade sechsmal haben die Spieler im holländischen Spitzenkampf getroffen. Na also, wer sagt denn, es geht doch mit einer sensationellen Leistung? Vor allem im zweiten Lauf hat Silvan Zurbriggen beim Slalom von Sestriere den ersten Podestplatz für das Schweizer Team in dieser Saison und seinen ersten im Weltcup überhaupt rausgefahren. Claudia Mohr berichtet. Was immer ihn auch seit Februar 2003 zurückgehalten hat, eigentlich hätte er von da an öfter mal aufs Podest gehört, der zweite der Weltmeisterschaft. Zugegeben, einfach ist es nicht gegen Leute wie Schönfelder, Pallander oder Miller. Und zugegeben, auch heute im ersten Lauf haben wir uns wieder gefragt, Mensch, der kann's doch, warum klappt's nicht mit dem ganz nach vorne fahren? 20. in Beaver Creek, 10. nach dem ersten Lauf heute, fast 1,5 Sekunden Rückstand auf den führenden Bodie Miller hatte er. Er ist einer von den Jungs, die eine Riesengeschwindigkeit fahren können. Einige sind gute Slalomfahrer, haben aber diese Schnelligkeit nicht. Das macht Silvan zu einem, dem man gerne zuschaut, aber auch zu einem, mit dem man sich gerne misst. Auf den musst du aufpassen. Wenn der wirklich so richtig will, kann er sehr, sehr schnell sein. So wie im zweiten Lauf zum Beispiel. Wie verwandelt, spritzig, angriffslustig, gut auf dem Ski unterwegs, so kam der 23-Jährige aus der Pause zwischen den Läufen. Oben noch besser, vor allem noch schneller als vorher. Und dann wieder richtig gut und locker im unteren Streckenabschnitt. Am Ende eine sensationelle Laufzeit. Und was die wert war, kommentiert er selbst. Noch 9 Läufer standen am Start. Und allesamt mussten nun auf Angriff fahren. Manfred Mölk, der erste von noch 2 Italienern. Viel zu brav unterwegs, viel zurück. Das ist der Slalom-Weltmeister von 2003, Ivica Kostelic. Damals der Mann vor Silvan Zurbriggen. Noch nicht wieder fit nach dem Kreuzbandriss vom Vorjahr. Ausgeschieden. Der Besitzer der kleinen Slalom-Kristallkugel der letzten Saison, Rainer Schönfelder, auch dem fehlte es am Ende, ohne große Fehler begangen zu haben, einfach an Geschwindigkeit. Manfred Pranger, der nächste Österreicher. Dass der will, ist am Start jeweils deutlich zu sehen. Gekonnt hat er es auch heute wieder nicht. Er verlor Zeit beim Ausreißen der Slalomstangen. Zurbriggen immer noch vorne. Benjamin Reich, der Sieger von Beaver Creek. Viel zu langsam im oberen Teil schon, handelte sich einen riesen Rückstand ein. War auch raus im Kampf ums Podest. Felix Neureuther, 4. nach dem ersten Lauf, hatte schon Hoffnung geweckt bei den Deutschen. Und flog dann leider raus. Noch 3 fehlten, einer davon Kalle Pallander, der Finne. Alles war gut bis dahin und von da an summierten sich die Hundertstel, die am Ende den 3. Platz brachten. Zurbriggen war somit schon auf dem Podest, nur wo blieb die Frage. Giorgio Rocca, Italiens Hoffnung, gesellte sich zum Team der Ausgeschiedenen zu Neureuther und Kostelic. Blieb nur noch Bodie Miller. Der Amerikaner in Beaver Creek auch ausgeschieden. Und nach Zurbriggens Zeit durfte der nicht mit seinem Vorsprung aus dem ersten Lauf taktieren. Ein-, zweimal etwas gestrauchelt, aber immer noch souverän als Erster im Ziel. Schneller als Zurbriggen war im zweiten Lauf keiner. Nur das Polster aus dem ersten sicherte dem Führenden im Gesamtweltcup heute den Sieg in Sestriere. Ich habe es einfach laufen lassen im zweiten Lauf. Ich wollte nichts anbrennen lassen, wollte hart und aggressiv fahren und das habe ich. Ein paar Stellen auf der Strecke sind so lustig, es klingt auch für mich schwer gewesen. Ein paar Tore, unglaublich. Erster also Miller, 2. Zurbriggen, der Finne Pallander, 3. Und was jetzt kam, kennt Zurbriggen ja noch von der WM. Pressekonferenz, Interviews, Interviews, Interviews. Ja, und nicht ausdenken, was passieren würde, wenn er beide Läufe so toll abbrechte wie der zweite. Der Michael Stäuble hat nach dem Rennen mit dem Silvan Zurbriggen können reden. Herzliche Gratulation zum ersten Podestplatz übrigens für den Schweizer in diesem Jahr. Auf den hat man ziemlich lange gewartet. Macht Sie das stolz? Ja, sicher macht mich das stolz. Ich meine, für die Schweiz aufs Podium zu gehen, ist immer ein super Gefühl. Und ich hoffe, es sei noch mehr so.
Sestrier, ein verrücktes Rennen, zwei total unterschiedliche Läufe aus Ihrer Sicht. Was ist denn passiert zwischen den beiden Läufen? Ja, eigentlich nicht viel. Ich habe im ersten Lauf zuerst mich so ein bisschen angetastet und unten ist es schon ganz gut gegangen. Ja, ich einfach gewusst, dass wir es einfach einmal wirklich riskieren und das ist mir voll aufgegangen und ich bin sehr glücklich. Man hat ja den Sasaki vorher gesehen, mit welchem Risiko eben der eben ist. Man hat sich fast vorgestellt, mehr Risiko geht nicht mehr. Aber es hat auch noch vor allem sehr ruhig ausgesehen und sehr sicher von eurer Seite. Ja gut, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Und den Sasaki habe ich eigentlich auch nicht gesehen. Aber es spielt keine Rolle. Ich weiß, dass ich sehr schnell kann im Slalom. Und es muss auch immer alles zusammenpassen. Und heute ist ein Tag, wo es jetzt richtig gepasst hat. Wo Sie im Ziel waren, ich glaube, da hat jeder das Gefühl gehabt, das geht noch ein paar Plätze führen. Wo haben Sie gedacht, werden Sie landen? Ich habe gar keine Zeit zum Nachdenken. Ich habe mich so gefreut. Und ja, es war einfach ein geniales Gefühl, wenn ich ins Ziel bekomme, eine Sekunde Vorsprung hatte. Aber ich habe gewusst, die Ersten sind sehr weit vor, also es muss sehr viel passieren. Aber ich habe wirklich einen Traumlauf gehabt und wohl ist genial. Sie sind schneller als der Body Miller und der ist ja im Moment einfach in einer Traumform. Ja, gut, das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Aber er ist natürlich ein grandioser Skifahrer und im Moment ist er fast nicht zu bremsen. Aber das spielt gar keine Rolle. Ich versuche einfach meine Rennen zu fahren, eins nach dem anderen ruhig zu bleiben und dann sehen wir weiter. Als ich gestern mit dem Sepp Brunner geredet habe, hat er gesagt, der Silvan muss da jetzt ein gutes Ergebnis fahren, um sich für Gröden, für die Abfahrt qualifizieren, um beweisen, quasi Abfahrt und Slalom, das geht miteinander. Ich glaube, sie haben sich qualifiziert. Ja, von dem weiss ich nichts. Ja gut, dann weiss er es jetzt und ich meine, sein Abfahrtsdebüt in dieser Saison lässt sich mit dem 11. Platz in Lake Louise durchaus sehen. Ringen, Schweizer Mannschaftsmeisterschaften austreibt im Playoff-Modus, Best of Three, eine sehr spannende Angelegenheit. Willisau, der Titelverteidiger, hat die erste Begegnung gegen Freiamt verloren und hat jetzt unbedingt müssen gewinnen, sonst ist der Titel weg. Der Final, auch eine sehr stimmungsvolle Angelegenheit, Rita Stutzer. Willisau am vergangenen Samstag. Die Teamchefs der beiden Finalisten übergeben Kampfrichterchef Marian Nobs ihre Mannschaftsaufstellungen. Ein gut gehütetes Geheimnis, um den Gegner taktisch auszupokern. Ja, das ist ganz ein spannender Moment, weil beide Mannschaften wissen nicht genau, wie der Gegner aufgestellt hat. Und das ist der erste Moment, wo sie einen Einblick haben. Und je nachdem ist die Überraschung gross oder sie haben es erahnt und dann haben sie es bereicht. Kurz danach ruft das Kampfgericht zum Wägen. Eine Angelegenheit, die immer wieder Diskussionsstoff bietet. 10 Kämpfe in 7 Gewichtsklassen werden über den Sieg entscheiden. Klar, dass die Ringer die Gewichtslimiten, wie hier in der 74-Kilo-Klasse, bis auf ein paar Gramm ausreizen. Inzwischen zeigt der Mädchennachwuchs im Vorprogramm sein Können. Die Willisauerinnen in Rot kämpfen dabei gegen eine süddeutsche Auswahl und ringen sie schließlich nieder. Dann der große Auftritt der Gladiatoren. Die Freiämter in Grau und die Willisauer in Rot präsentieren sich den über 1600 angereisten Fans. Das Kampfglück wogt hin und her. Am Schluss liegt der Willisauer geschlagen am Boden. Ein klassischer Fehlstart für den Titelverteidiger. Selbst die Kampfrichterin zeigt sich überrascht. Doch die Stimmung ist bald wieder am Kochen. Der Auftritt der Showgirls. Auch eine Attraktion für die Kleinsten. In der Zwischenzeit sind die Willisauer Ringer knapp in Führung gegangen. Doch Reto Bucher zeigt gegen Fritz Weltert, warum ihm an den Olympischen Spielen in Athen ein Exploit gelang. Weltert in der Banklage, die der 22-jährige Bucher gekonnt ausnützt. Ein Wurf zum Genießen. Die schönste Aktion des Abends. Doch der Freiämter Greco Ringer hat noch nicht genug und macht weiter Druck.
und scheut sich dabei nicht vor Blessuren. Da muss auch der Gegner einiges einstecken. Zum Schluss noch eine weitere gelungene Aktion. Und der Sieg für die Aargauer ist Tatsache. Schweizer Meistertitel 2004. Es ist natürlich eben super, auswärts gegen Willisau zu gewinnen, das ist immer ein Heisser. Dass das heute gelungen ist, glaube ich, ist unsere Mannschaft, hat das verdient. Sie hat super gerungen heute. Wir haben ja wie noch so einen 11. Ringer gehabt im Hintergrund. Das Publikum war gewaltig, das mitgekommen ist. Man hört es, das ist unglaublich. Und hier sind wir sicher rausgeholt. Mit 20-16 Punkten fiel die Entscheidung für die Freiämter am Schluss deutlich aus. Bei den Willisauern hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Ja, wir sind schon wieder Kampf verlieren. Wir haben hervorragende Mannschaften gesehen, die ganz hervorragend gekämpft haben. Das Kompliment machen, Freimann, das ist der neue Schweizer Meister. Wir gratulieren. Ob es den Freiämtern beim Festen auch so ringging, ist nicht überliefert. Aber eine unglaubliche Atmosphäre war es. Da haben wir, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Spitzenkampf gestern in der holländischen Ehredivision zwischen Feyenoord Rotterdam und dem PSV Eindhoven. Das viertplatzierte Rotterdam gegen den PSV Eindhoven, der seit 12 Spielen kein Gegengoal mehr bekommen hat. Uns interessiert es vor allem, weil Feyenoord Rotterdam am nächsten Donnerstag der letzte Gegner ist vom FC Basel in den Gruppenspielen vom UEFA Cup. Dani Kern berichtet. Der Goib-Stadion, 51.137 Fans, ausverkauft. Unter den Zuschauern auch Basel-Trainer Christian Gross. Feyenoord gegen Eindhoven war nicht lange abtasten. Bereits nach 5 Minuten köpfelte Gogü den PSV in Front. Feyenoords Abstimmungsprobleme nach dieser Standardsituation dürften auch dem FCB-Spion nachhaltig in Erinnerung geblieben sein. Die Gäste aus Eindhoven blieben dominant, die Feyenoord-Abwehr blieb anfällig. 0:2 nach 23 Minuten und wieder hatten Said, Paué und Co. kaum Gegenwehr geleistet. Im Spitzenspiel drohte die große Langeweile. Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte Feyenoord dann für einmal das Sonntagsgesicht. Aufgepasst FCB auf Rotterdams Nummer 21, Salomon Kalou. Der Anschlusstreffer zum 1:2. Warum ist Feyenoord Rotterdam in Holland im Moment hinter dem PSV, Alkmaar und Ajax nur die Nummer 4 im Land? Die Antwort erübrigt sich, wenn man diese Bilder sieht. Die Feyenoord-Defensive ein unorganisierter Hühnerhaufen. Die große Chance für den FC Basel, so beurteilt dies auch der Schweizer PSV-Söldner Johann Vogel. Wir haben es gesehen, heute schiessen wir 3 Goal. 3 Goal in Feyenoord, das heisst, dass die Verteidigung nicht so gut stehen und sehr verunsichert sind. Und natürlich, das muss FC Basel ausnutzen. Und FC Basel muss auch natürlich aufpassen mit den Kontern, die sie haben und die 2 gut eingespielten Stürmer, die sie haben. Richtig, Vorfreude wäre gefährlich. Feyenoord in der Abwehr nicht über alle Zweifel erhaben, in der Offensive aber immer für Tore gut. Ono verkürzte gegen Eindhoven zum 2:3. Und dass Rotterdam gegen Basel mit intakter Moral auflaufen wird, dafür sorgte Bart Gur in der Nachspielzeit. Das 3:3 in der 93. Minute. Feyenoords Kampfstärke und Offensivpotenzial darf nicht unterschätzt werden. Trotzdem, unser Fazit nach dem gestrigen Auftritt von Feyenoord Rotterdam: Das Team von Ruud Gullit liegt durchaus in der Reichweite von Basel. Wir übertragen das Spiel Basel gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag ab 8 Uhr live hier auf SF2. Riesenschreck gestern im Bernabeu-Stadion in Madrid. Es hat Bombenalarm gegeben. Das Spiel Real Madrid gegen San Sebastian hat in den 89. Minute abgebrochen werden. 1:1 stand es zwischen Real Madrid und San Sebastian, als in der 88. Minute Hektik ausbrach. Bombendrohung. Glücklicherweise entpuppte sich die Ankündigung als Fehlalarm. Dennoch mussten gestern Abend 70.000 Zuschauer, Spieler und Offizielle das Stadion räumen.
Ich habe nicht gut geschlafen. Meine Söhne waren auch im Stadion. Darum hat es mich besonders betroffen. Fußball wäre doch eine so friedliche Angelegenheit. Gestern der Abbruch in der 88. Minute. Heute nun die sehr spezielle Entscheidung. Die Partie wird zu Ende gespielt. Das Spiel wurde kurz vor Ende abgebrochen, es fehlten noch 2 Minuten. Dazu hat der Schiedsrichter 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt, macht total 6 Minuten. Nachspieltermin ist der 5. Januar. Real Madrid und San Sebastian werden dann die restlichen Minuten zu Ende bringen. Den Zuschauern, die gestern dabei waren, wurde Gratis-Eintritt versprochen. Weitere Nachrichten vom Tag hat jetzt der Reto Brunner zusammengestellt. Andrei Schewtschenko ist Europas Fußballer des Jahres. Der ukrainische Stürmer der AC Milan gewann die Wahl vor dem Portugiesen Deco und dem Brasilianer Ronaldinho. Letzte Saison wurde Schewtschenko mit Milan zum zweiten Mal Meister und Torschützenkönig der Serie A. David Cesar und der FC Aarau trennen sich per sofort. Der 31-jährige Stürmer bat darum, den 2-Jahres-Vertrag aufzulösen, den er erst seit September hatte. Cesar kam bei den Aargauern nur sporadisch zum Einsatz. Entschädigung für den FC Sion. Die Walliser waren vergangene Saison erst verspätet zur Challenge League zugelassen worden. Über die genaue Höhe der Summe, die die Swiss Football League an Sion zahlt, wurde Stillschweigen vereinbart. Dopingsperre für Nina Kraff. Der deutschen Triathletin wurde beim Ironman Hawaii die Einnahme von EPO nachgewiesen. Kraff wurde für 2 Jahre gesperrt. Andy Roddick trennt sich von seinem Coach Brad Gilbert. Das Engagement dauerte 1,5 Jahre. Mit Gilbert als Coach gewann Roddick das US Open und stand zwischenzeitlich an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Einschalten und dabei sein bei den Sports Awards auf SF1. In den Kategorien Behindertensportler, Team, Trainer, Sportler und Sportlerinnen sowie Newcomer des Jahres werden die Sieger erkoren. Wir laden Sie ein zu einer Gala mit perfektem Rahmenprogramm und bekannten Gästen. Erleben Sie live bei uns, wer mit der begehrten Sporttrophäe ausgezeichnet wird. Am Samstag, 18. Dezember auf SF1. Peinlich, bei der GC Weihnachtsfeier ist es zu einem Eklat gekommen, weil der GC-Goalie Marco Ambrosio bei einer Aufführung von einem Zauberer soll geschwätzt haben, ist er vom Taskforce-Chef Walter A. Brunner des Raumes verwiesen worden. Laut darauf ab ist die ganze Mannschaft aus Solidarität aufgestanden und ebenfalls rausgegangen. Laut dem Sportchef Jean-Paul Bricker war der Ambrosio aber nicht einfach nur unaufmerksam, sondern er hat sich die Worte vom Zauberer, vom Goalie-Trainer Stefan Lehmann, übersetzen lassen. Der Jean-Paul Bricker hat dann zusammen mit dem Carlos Bernecker die Mannschaft wieder zurück in den Saal geholt. Und wir sagen, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, bei GC aus dem Saal sie rennen. Sportaktuell gibt es morgen wieder um 20.10 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.